Willkommen zurück zu Dragon Ball Xenoverse. Im letzten Part haben wir hier ja einige Missionen entdeckt und die möchte ich jetzt gerade mal machen. Ihr merkt, ich bin wieder neu im Spiel drinnen. Ich hatte eine kurze Pause eingelegt für mich. Und es tut mir leid, dass jetzt zwei Tage lang kein Part kam. Das lag daran, einen Part habe ich übersehen, weil mein Computer mal wieder die Parts so richtig schön benannt hat. Hat nämlich 15 übersprungen und dann 16 gemacht. Weil ich 15 noch eine Datei habe, die ich mal irgendwann rendern muss. Auf jeden Fall, deswegen habe ich die versehentlich nicht hochgeladen und konnte sie jetzt auch nicht mehr hochladen, weil ich viel zu tun hatte, aber was glücklicherweise durch einen Wink des Schicksals gerettet wurde. Hier stand doch irgendwo noch einer rum, ne? Zumindest Son Gohan, du stehst hier rum. Jemand wie dich habe ich noch nie gesehen. Die Welt ist einfach riesig. Tut mir leid, ich muss mich vorstellen. Ich bin Son Gohan. Wir gehen jetzt und kämpfen gegen den mächtigen Feind Cell. Kannst du vielleicht alle auf den Kampf vorbereiten? Und es wäre toll, wenn du beim letzten Kampf gegen Cell dabei wärst. Ja, klar, mach ich. Besiege 5 Krieger, mach ich. Habe ja schon Mr. Satan besiegt, da schaffe ich das auch. Habe ich mich eigentlich geboostert? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Es ist schon wieder ein paar Tage her. Und es ist morgens früh. Um 9.06 Uhr. Also wundert euch nicht, wenn ich mal wieder falsch lese. Den habe ich gesucht. Entscouten, entzoomen, okay. Gottes Versteck. Und der Kapsel. Ich gehe zu Gott. Darauf könnt ihr aber sowas von wetten. Dass ich zu Gott gehe, das ist Standard. What's with a lazy attitude? Stop. Na, Piccolo. Ach stimmt, in der Cell-Saga hat sich ja Piccolo mit Gott geeinigt. Was ich mich da so storytechnisch ein bisschen frage, ist, warum. Er sagt, er hat dann keinen Namen mehr. Oh Gott, Leute, entschuldigt, ich muss mir das gerade noch ein bisschen leiser machen. Für mich auf den Ohren ist es extrem laut, für euch nicht. Weil ihr hört es nicht auf dem Sound, den ich höre. Ja. Auf jeden Fall. Piccolo, Gott vereint und Piccolo weiß dann nicht mehr, wie er sich nennen soll. Und er entschied sich dann letztlich, Piccolo zu nennen, weil Piccolo der Stärkere war. Meine Frage dabei ist, wenn sie das nicht wissen, es war noch mal eine Person, da mussten sie doch auch eigentlich einen Namen gehabt haben oder irgendwie genannt worden sein, bevor sie sich gespalten haben, um Gott zu werden. Deswegen würde mich das da schon so ein bisschen interessieren, wie sie sich da genannt haben, wenn sie es jetzt nicht mehr wissen. Ich meine, es ist ja auch schon sehr, sehr lange her, aber trotzdem. Ja, ich bin am überlegen, ob der andere Angriff nicht vielleicht doch besser war. Mit der Druckwelle. Ach, ich mag diese Angriffe. So, treffe ihn und ziehe ihm nötiges Leben ab. Der Palast von Gott regeneriert sich. So einen Palast muss man haben. Aber der Todesschlitter ist zwar nicht schlecht, aber er verfehlt ein bisschen arg. Also er hat eine hohe Rate zu verlieren. Zu verfehlen. Er hätte mich jetzt eiskalt hier runtergeschmissen, ne? Also. Tod. So, und jetzt darf ich hier wieder zum Kapsellandeplatz, oder was? So kennt man euch, Leute. So, wer erwartet mich hier? Wahrscheinlich jetzt alle Saiyajins. Margins. All of it. Woher willst du das wissen? Zu deiner Zeit gab's. Wusstest du von uns Margins noch gar nicht? Stimmt's? Da habe ich recht. Vegeta. Wow, der haut aber ganz schön zurück. Ich
finde es echt schade, dass wir bisher keine neue Transformation haben, wie zum Beispiel die Kaioken. So zum Super Buu oder so. Das ist echt irgendwas, was mir noch gerade so fehlt. Der hat mich hier echt umgehauen. Aber es geht los. Na? Oh! Very well. I'll test my new move on you. Oh Gott. I get to fight with father? I'm starting to get nervous here. Oh, das wird mich töten. Ja, habe ich nicht genug. Habe ich echt nicht gut aufgepasst. Aber Leute, ich kommentiere hier wahrscheinlich auch gerade mit Sackkartoffeln. Das ist hier Konzentration pur. Und ich sollte mich nicht davor scheuen, Heil-Items zu benutzen, seien wir mal ehrlich. Darf ich nicht scheuen? Hello. Ja, ich helfe dir. Ich sollte mich vielleicht erst um Piccolo kümmern, erst um Vegeta kümmern und dann um Piccolo. Weil Piccolo an sich ist jetzt nicht so die harte Nummer. Er ist nicht schlecht, aber er ist auch nicht... Er ist nicht so stark wie Vegeta, weil Vegeta halt die Skills benutzt. Also seinen Final Flash vor allen Dingen. Dem ich ja auf talentierte Weise zweimal nicht ausgewichen bin. So, mal ein bisschen absenken. Und rein da, Kapsel-Landeplatz. Erstmal die Saiyajin verprügeln. Und ja, da ist kein bindendes S drin. Um das mal zu sagen. Und übrigens, ich habe aber August schon ein neues Projekt, ja. Margins. I'll show you that we Saiyans are stronger than all of you. Es ist wirklich wahr, dass ich... Ich habe nämlich gesehen, es kommt ein neuer Dragon Ball, ein neuer Naruto-Teil raus, bei dem man im großen Krieg spielen kann. Und das werde ich mir auf jeden Fall kaufen. Ultimate Ninja Storm 3 habe ich auch. Und Revolution habe ich ja sogar im Let's Play gekriegt. Sag mal, wie kacke spiele ich gerade? Gerade echt kacke, kann das sein? So, jetzt bin ich mal zumindest wieder fit. Und jetzt muss Vegeta hier erstmal verprügeln. Ja, das ist der. Das ist eindeutig der Kapsel-Attack. Kann man sagen, was man will, man sieht es. So, Vegeta. Mein alter Freund. Ein Kupferstecher. Ah, jetzt kommt mir gleich wieder hier so nah. Er hat mich halt lieb, der Vegeta. Aber... Ich kann mir jetzt hier keinen Patzer erlauben, tut mir leid. Mein Freund. Deinen neuen Move, den lässt dir erstmal schön bleiben. Da muss ich nämlich jetzt Abstand nehmen. Weil ich will auf keinen Fall, dass er jetzt den Final Flash einsetzt. Oh oh. Ja, das habe ich kommen sehen. Sag mal, hörst du? Trunks, sei ein lieber Junge. Und hör auf, mich hier mit der Brandattacke anzugreifen. Meine Ausdauer muss ich regenerieren, das ist schlecht. Nein, nein. Der Teleport hat mich aber gerade so gerettet, im letzten Moment. Oh, sag mal, Trunks, du gehst mal langsam dezent auf den Keks.
So, Energiewolle. Ja, Trunks hat jetzt mal wieder das meiste abgekriegt. Vor allem nimmt sich keine Heilköpfe mehr. Das wird mich töten. Ich hab mal wieder nicht richtig aufgepasst. You novice! We're going back to the basics! Ja, ich will auch zurück zu den Basics. Das ist ja hier die Hölle. Da brauche ich ja neue Heilgegenstände für. Jetzt weiß ich, was er gemeint hat mit Saiyajin-Wechsel. Anpassen. Attribute boosten. Habe ich geboostet. Schlecht. Ja. Werde ich nämlich auch nicht besser. Silock, was hast denn du für mich? Ich habe gehört, du hast... Ey, Kumpel, ich habe gehört, du hast Freezer besiegt. Hier ist ein Geschenk für deine Bemühungen. Es gehört dir. Jetzt bist du ein echter Zeitsoldat und kannst alle besiegen. Energiekapsel M. Das ist doch schön. Ich muss eh einkaufen gehen. Garrett? Nee, ich brauche jetzt gerade nicht. Ja, Leute, ich gehe einkaufen. Hilft nichts. Ohne Heilsachen schaffe ich das hier nie. Ich meine, ich bin ein einfacher Bo. Hier nochmal gucken, ob hier vielleicht auch noch eine Mission ist, die machbar erscheint. Nee. Sieht nicht so aus. Brauchen wir wieder Dragon Balls. Hier irgendwas beim Wettkampf? Nee. Kann ich mal wieder mit Zero spielen, da verprügel ich ihn. Auch wenn er mich leider das letzte Mal besiegen konnte. Zu meiner Schande. Gucken wir erstmal bei der Raumzeitzustellung. Was habt ihr denn so? Habt ihr wieder alle 7 Dragon Balls? Dann würde ich mir dann... Cola, ich mag Cola. Cola, ich verstehe mich mit dir. Wie nur den 7 Stern Dragon Ball. Den habe ich doch schon. Fähigkeitenladen. Hast du neue Fähigkeiten für mich? Brecher, Angriff. Was ist denn der Geistboost? Nee. Wochenende ist ein ultimativer Move. Achso, ultimativ bedeutet wahrscheinlich sowas wie Kamehameha. Brecherangriff. Nee. Alles nicht so das, was ich gerne hätte. Vielleicht hätte ich ja mein Kostümladen mal wieder ein bisschen was, was meine Werte verstärkt. Entschuldigung. Kostüm oben. Fangen wir mal hiermit an. Piccolos Umhang. Lords Lackkleidung. Was trage ich? Ich trage ja gerade so einen Kampfanzug von mir. Shinri Dämonenkampfanzug. Aber da werden meine Superangriffe nicht geboostet. Heldenanzug. Okay, das ist für. Achso, der Dämonenkampfanzug ist eh bloß für die anderen. Ja, das habe ich gerade. Es boostet Gesundheit und Ki-Explosionen. Und der Anzug, ja, das ist das gleiche mit Ausdauer. Ne, bleibt dabei. Für unten, wie sieht's da aus? Ja, das senkt meine Grundschlagangriffe. Das ist nicht ganz so toll. Lord Slug Kostüm gefällt mir auch nicht ganz so. Das kann ich eh nicht tragen. Kann ich leider auch nicht tragen. Aber ich habe noch keinen Boogie für die Schwerkraft. Den können wir ja gerade mal mitnehmen. Muten Roshi. Wir kleiden uns mal wieder als Boo ein. Was haltet ihr davon? Ich habe jetzt gerade den Tetschen Hangi. Der ist ja an sich nicht schlecht, aber ich glaube, mit dem Boogie kommen wir weiter. Ja, gut. Dann haben wir jetzt alles. Dann gehen wir uns jetzt erstmal anziehen. Ausrüstung ändern. Ja. So, kleiner Boost. Senkt halt alles unsere Grundangriffe, ne? Ist vielleicht nicht ganz so toll, dass ich hier bei allem die Grundangriffe senke.
Aber wir sehen schon cool aus, ne? Aber vielleicht sollte ich uns eine neue Hose holen, die unseren normalen Angriff noch mal ein bisschen anhebt. Ja, hier so ein Oberteil. Was hebt denn Grundangriffe gut? Das hier, Kampfanzug von Jinyu Commando, da kann ich mir höchstens 100 Teil holen. Kampfanzug Turtles, nee. Lord Slug Kleidung. Achso, das Kostüm oben, habe ich die auch für unten? Achso, der kann ich mir gar nicht mehr leisten. Muss ich mal was verkaufen, ich habe doch so viel. Kann es sein, dass der und unser Key genau die gleichen Werte besitzen? Also wir haben Schuss Moten Roshigi, werde ich nicht mehr anziehen, das kann weg. Kenshin Hanski kann weg. Karinja Stangkostüm kann auch weg. Wann Vegeta eingezogen ist mir auch relativ wurscht. Dann guter Dämon, ja, Ki und Ausdauer dafür grundlegend weiterhin gesenkt. Wir können es uns nicht leisten, dass hier alles gesenkt wird. Nehmen wir doch mal Lord Slugs Kleidung, so. Weil ich möchte nicht, dass unsere Angriffskraft so weit nach unten geschlagen wird. Als Import. Kugi. Darf ich da vielleicht die Farbe ändern? Nein, darf ich nicht. Okay, Leute. Wir laufen jetzt in Strapsen rum. Ja, es sind keine Strapsen, das ist eine lila Jogginghose. Piccolo-Turban. Können wir auch mit rumlaufen, aber finde ich nicht schön. Mischladen. Ja, wir gehen mal in den Mischladen. Wir mischen mal ein bisschen. Rezeptmischung. Da, spüre den Zorn. Blitzspieler, kann man sich hier auch Attacken mischen? Geht das? Nee. Nur Ausrüstungsobjekte kann man hier mischen. Aber das ist okay. Dann nehmen wir jetzt nämlich mal einen Energiesplitter. Achso, da muss automatisch die Mischkapsel mit rein. Okay. Energiekapsel S haben wir jetzt erstellt. Nehmen. Was haben wir denn sonst noch so? Energiekristall. Der Mischkapsel S und wir halten Energiekapsel M. Das ist schön. Los, komm, stellen wir gerade dreimal her. Sehr schön. Ja, ich brauche Heilgegenstände. Das hilft leider überhaupt nichts. Energiekapsel L, ich könnte mir eine kaufen. Ich glaube, ich nehme aber eher eine Regenerationskapsel. Gegengift, besser Kapsel, Zenzu Essenz. Oh, das brauche ich, verkaufen. Aber vielleicht irgendwas Kapseln, was wir überhaupt nicht brauchen, was ich auch überhaupt nicht einsetze. Ja, das wird nicht reichen. Ich habe einen Zenzu Spross. Achso, die kann man für Sini eintauschen. Das ist gut, dann sind die für nichts anderes da als für Sini. Und das bedeutet, ich habe jetzt die Kohle für so eine Senzu-Essenz. Oder so eine... Ja doch, Senzu-Essenz. Nehme ich davon nämlich zwei Stück mit. So. Ne, ich muss ja in die Tasche gehen. Ausrüstungsliste. Ne. Eine Objektliste? Ne, Moment. Anpassen, Kampfobjekte wechseln. Hier war das. Energiekapsel S. Muss ich hier die Senzu. Ich muss die Senzu so einwählen. Ich habe gerade den falschen Weg genommen, habe ich festgestellt. Da hinten steht immer noch Vegeta und von dem würde ich gerne den Final Flash lernen. Oder halt mal wieder einen ultimativen Angriff. Aber das ist mir leider nicht vergönnt. Und ich glaube, sobald Trunks und Vegeta beide auf den Schirm treten, sollte ich mit dem Auslöscher arbeiten, weil ich glaube, damit komme ich bei den beiden weiter.
so, Leute, aber ob ich das jetzt beim nächsten Mal dank Senzu schaffe, bleibt ein Rätsel. Lasst mir jetzt Kommentare, einen Daumen nach oben. Tschüss und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Dragon Ball Xenoverse. Bis dann, euer Wolf.